Tag. Guten Tag, Sherheit. Ja. Ich freue mich, Sie zu sehen. Danke, ich freue mich auch. Sie sehen gut aus. Merci, trop aimable. Vielen Dank, Sie auch. Wir sollten uns jetzt Komplimente machen. Das wäre nicht schlecht. 15 Minuten Komplimente. Das ist so eine nette, verführerische Situation. Ja, wir sitzen hier so nett. Okay, versuchen wir was Ernstes zu tun. Wenn man zurückguckt auf die Filme, die wir gesehen haben, dann hat man den Eindruck, dass die letzte Stufe des Prozesses, in dem man über Erotik gesprochen hat, nicht alleine Aufklärung ist, sondern Ironisierung von Sex. Haben Sie nicht den Eindruck? Ja, ich denke, Sie sind wirklich ironisch. Sie nehmen das ganze Thema nicht so ernst, wie Sie das könnten. Das liegt daran, dass unsere Gesellschaft die Tendenz hat, Geist und Körper zu trennen. Das heißt, wir können zwar so intellektuell und so spirituell sein, wie wir wollen, aber der Körper bleibt doch immer etwas Tierisches, das nicht wirklich zu uns als Menschen gehört. Er ist kein Teil unserer Identität, unserer Art zu denken, sondern nur eine konsiderte Notwendigkeit, so wie Essen zum Beispiel. Aber das ist doch nicht wahr. Was könnte das heißen, dass Sex nicht ernst genommen wird und man es durch den Witz ein wenig von sich abrückt? Oder dass der Witz eine Eigenschaft ist von dem, was Sex ausmacht, dass es eigentlich komisch ist, wie Menschen sich lieben? Nun, Sex wirklich nicht ernst zu nehmen, hat eher eine tragische Folge im Leben der Menschen. Denn wenn sie sich dann wirklich sexuell von jemandem angezogen fühlen, wissen sie nicht, wie sie das in ihre allgemeine Identität, in ihr Weltbild insgesamt einbauen. Deshalb versuchen sie dann, dieses Gefühl irgendwie loszuwerden, es zu verstecken oder es nur in der Kelleretage auszuleben. Ein junger Amerikaner, den ich für eine meiner Studien befragte, sagte mir, wenn mir sowas passiert, dann schnappe ich mir einfach irgendein Mädchen und ficke das Gefühl raus. Er nistet sich also bei ihr ein, macht ununterbrochen Sex und hofft, dass dadurch das Gefühl weggeht. Das finde ich wirklich schlimm. Denn man möchte doch eigentlich auf diesem Gefühl geheimnisvoller Anziehung lieber etwas aufbauen, als es möglichst schnell loszuwerden. Aber solange unsere Gesellschaft uns Sex als etwas völlig Abseitsstehendes vorstellt, ist es sehr schwer, sein Leben so zu gestalten, dass darin auch Platz ist für wirklich gute körperliche Beziehungen zu anderen Menschen. Das heißt aber auch, dass der Mann, von dem Sie gesprochen haben, ein stärkeres Verhältnis zum Sex hat, als zu dem, was man Erotik nennt. Haben Sie bei Ihren Forschungen das Gefühl gehabt, dass Männer über Erotik wesentlich weniger wissen als über Sex? Nun, viele der von mir befragten Frauen würden wohl sagen, dass die Männer, die sie gekannt haben, größere Schwierigkeiten hatten, sich gehen zu lassen als die Frauen. Aber umgekehrt könnten die Männer das ebenso gut über die Frauen sagen. Das Klischee hat ja immer behauptet, dass Frauen Angst davor hätten, sich gehen zu lassen, weil sie dann unmoralisch sein würden. In der viktorianischen Vorstellung sind Frauen deshalb gehemmt. In Wirklichkeit sind wir das wohl beide, aber Männer haben damit vielleicht größere Schwierigkeiten. Denn sie haben zugleich eine sexuelle Freiheit, die Frauen nie zustanden hat. Männer werden in einem beschränkten, auf Fortpflanzung zielenden Sinn dazu ermutigt, sexuell aktiv zu sein. Sie sollen ihre Intention haben und aktiv danach streben, in eine Frau einzudringen. Das erwartet man von ihnen, genauso wie man erwartet, dass sie danach mitfühlen. Frauen hingegen sollen gefühlsmäßig beteiligt sein, aber nicht körperlich aktiv werden. Man erwartet nicht von uns, dass wir von unserem Körper Selbstbesitz ergreifen und einfach tun, was wir wirklich wollen. Das hieße aber nicht bloß, einen Mann zu benutzen, um mit ihm das zu tun, was er so mit uns getan hat, sondern könnte der Versuch sein, neue Formen der Nähe zu erforschen. Zuletzt scheinen mir beide Geschlechter wirklich gehemmt, dem nachzugehen, wozu sie eigentlich Lust hätten. Wir wissen nicht einmal, wozu wir wirklich Lust hätten, weil wir immer nur das Klischee von Sex vor Augen haben. Ein kleines Vorspiel, Penetration, wenigstens einer, der einen Orgasmus hat, und das war's dann. Vor allem muss der Mann, um dem Ziel der Fortpflanzung zu genügen, seinen Orgasmus im Innern der Vagina haben und das als die großartigste Befriedigung seines Lebens empfinden.
Ich war sehr überrascht, bei einer umfangreichen Studie über Männer zu erfahren, dass die meisten Männer bei der Masturbation einen intensiveren Orgasmus erreichen als beim Coitus. Trotzdem mögen sie den Coitus, weil man dabei den ganzen Körper... Es scheint mir bezeichnend, dass es weder im Englischen noch im Französischen oder Deutschen ein Wort für dieses Gefühl der Ganzheit gibt, das man hat, wenn man jemanden ganz gegen seinen Körper fühlt. Dieses Gefühl ist eines der stärksten in unserem körperlichen Leben, doch es gibt kein Wort dafür. Umarmen kann das doch zum Beispiel überhaupt nicht ausdrücken. Wenn es irgendjemandem gelingt, ein Wort für dieses Gefühl zu finden, bekommt er einen Riesenpreis von mir. Haben die Männer Ihrer Erfahrung nach häufig die Filme benutzt, für Masturbationen? Oh, most men, yes, they. Die meisten Männer finden es schon toll, dass sie so seit 10 oder 20 Jahren im Spätabendprogramm des Fernsehens oder auf Video Pornos anschauen können. Und die Masturbation ist natürlich ein wichtiges Element im Sexualleben jedes Menschen. Viele Männer sagten mir, sie hätten eigentlich ein doppeltes Sexualleben. Eines mit ihrem Partner und eines mit sich selbst. Und sehr, sehr viele benutzen dabei tatsächlich die Pornografie. Das heißt aber nicht, dass die Masturbation, sagen wir mal, vor Filmen oder vor Pornografie insgesamt falsch finden. Ich finde es ganz toll, auch Bilder anzuschauen. Schließlich haben wir alle, auch die Frauen, sexuelle Fantasien. Bilder anzusehen ist nur eine andere Form von sexuellen Fantasien. Aber die Bilder kommen natürlich nicht aus der eigenen Vorstellung. Es ist also vielleicht kreativer, sie sich selbst vorzustellen, aber es kann auch ganz toll sein, schon fertige Bilder anzuschauen. Das Problem liegt sicher darin, dass diese Videos, die man finden kann, nur Klischees weitertragen und unterschwellig andere Botschaften vermitteln, die für die wirklichen Beziehungen zwischen den Menschen sehr negativ sind. Leider ist es so. Was mir nur erstaunlich vorkommt, ist, dass die Zensur in vielen Ländern gesagt hat, nicht die Art der Darstellung des Geschlechterverhältnisses ist es, was wir an Filmen zensieren, sondern wenn Filme geeignet sind, Begierde zu erregen, geschlechtliche Begierde zu erregen, dann verbieten wir sie. Oh, I don't think it's a good idea to forbid them. Je ne pense pas. Ich halte Verbote für keine als gute Idee. Ich denke vielmehr, dass die Regierungen und andere Organisationen Initiativen setzen müssten, um Richtlinien zu entwickeln, die einige positivere Werte verankern sollten. Manche Klischees halte ich für besonders gefährlich. Zum Beispiel, dass die Frauen, die sexy sind, zugleich immer die bösen und negativen Figuren im Film sind. Warum sollte nicht zum Beispiel Arte was unternehmen, um die Dinge zu verbessern? Das wäre eine sehr begrüßenswerte Initiative. Es fällt den Menschen schwer, sich eine Alternative zu den Klischees vorzustellen. Die Idee, dass eine Frau etwas anderes sein könnte als entweder das Opfer der Pornografie oder aber ein unmoralisches Wesen, bleibt meistens bei einer großen Umkehrung des traditionellen Fortpflanzungsszenarios stecken. Das heißt, diesmal trägt die Frau die Stiefel und diktiert, was zu geschehen ist. Doch eine solche bloße Umkehrung der Machtverhältnisse ist unzureichend, denn Macht kommt in den sexuellen Beziehungen zwischen Menschen in viel subtileren und vielfältigeren Formen ins Spiel. Das Problem liegt im Szenario selbst, im festgelegten Ablauf von Vorspiel, Penetration und so weiter. Darin ist die Idee der Macht eigentlich verwurzelt. The whole idea of power, that's part of the problem. So I think wir sollten versuchen, auf eine andere Ebene zu gelangen, auf jene Ebene, von der Darwin in dem Buch gesprochen hat, an dem er bis zu seinem Tod schrieb. Er sagt, das Gefühl ist der Körper und der Körper ist das Gefühl. Ich halte das für einen wirklich interessanten Gedanken. Und wenn man ein starkes Gefühl spürt, sagt man, es schnüre einem die Kehle zu. Das ist geradezu ein Klischee, aber es zeigt, wie eng Gefühl und Körper verbunden sind. Wer nun seine Gefühle gut genug kennt und auch stark genug ist, sich ihnen zu überlassen, dem könnte es vielleicht auch gelingen, sie in körperliche Gesten gegenüber anderen Menschen zu übersetzen. Vielleicht könnte man damit beginnen, sich zunächst einmal in der Fantasie vorzustellen, was man gerne tun würde. So müsste man keine Angst haben, jemand anderen oder sich selbst damit zu verletzen. Man kann sich einfach mal vorstellen, wie man Lust hätte, jemanden zu berühren. Und vielleicht kann man das dann in die Tat umsetzen. Ich denke, dass man jemanden noch anders berühren kann als beim kleinen Begrüßungskuss auf die Wange oder aber beim Sex. Zwischen diesen beiden muss es irgendwas geben, an dem wir gewöhnlich vorbeigehen.
Dieser Prozess, den Sie selbst beschreiben, nämlich, dass man sich in Beziehung setzt mit seinem Körper über die Art, in der man fühlt, ist der für Sie selber in Ihrem Leben ein leichter Prozess oder ein schmerzhafter gewesen? Einer, den Sie früh durchgemacht haben oder einer, den Sie relativ spät durchgemacht haben? Sie fragen mich ganz persönlich? Ich weiß nicht, warum ich begonnen habe, mich für all das zu interessieren. Wahrscheinlich durch mein Engagement in der Frauenbewegung, aber vielleicht ist das auch nur ein Vorwand. Jedenfalls waren bei mir die Bücher vor der Erfahrung. Ich versuche, aus den Büchern für mein Leben zu lernen. Und natürlich haben die zahllosen Menschen, die mir in all den Jahren über ihre Erfahrungen berichteten, mein Leben enorm bereichert. Man hört auf sich abnormal, weil man sich immer irgendwo in dem weiten Spektrum wiederfindet. Aber ich werde Ihnen niemals sagen, wo ich mich wiederfinde. Die Interviewpartner in meinen Studien waren ja alle anonym. Ich bin das nicht so ganz. Genauso gut könnte ich Sie fragen, wo stehen Sie und warum sind Sie heute Abend hier? Oh, ich habe einen üblen Ruf, was das Darstellen von sexuellen Vorgängen angeht. Nein, nicht wirklich. Ich weiß es nicht. Kommen Sie schon, das ist noch keine Antwort. Wenn mein Sexualleben sich entwickelt hat, dann glaube ich, hat es sich aus dem Fetischismus entwickelt. Aus irgendeiner Mischung zwischen Voyeurismus und Fetischismus. Die viel zusammenhängen. Also wenn man durch ein Fenster sieht und man beobachtet Personen, dann sieht man Teile des Körpers. Man sieht ein Bein, man sieht einen Oberarm. Also wenn man auch den Körper parzellieren kann und sagen kann, er zerfällt in Einzelteile, dann glaube ich, ist das allererste, was ich erotisch gefunden habe, Details, Handgelenke. Ein Teil der Brust, ein Bein, sowas. Und ich glaube, ich habe die Frau erst langsam zusammengesetzt. Aber immer noch fasziniert mich in Filmen, sowas zu sehen wie die Perspektive um eine Ecke rum oder durch ein Fenster. Oder die Perspektive, die nur Teile einer Frau sieht. Oder die sich die Idee des Erotischen erst langsam zusammensetzen muss. Das ist, glaube ich, bestimmend. Ist vielleicht auch die Kinderperspektive auf die dicken Arme der Mutter. Das erinnert mich an eine tolle Kurzgeschichte von Nabokov. Er erzählt, wie er einer schon älteren Frau folgt, der er beim Einkaufen begegnet ist. Ihr Körper ist ganz unscheinbar. Sie hat Einkaufstüten in der Hand und trägt ein schlecht sitzendes, formloses Kleid. Und trotzdem ertappt er sich dabei, wie er ihr auf der Straße folgt und fragt sich zugleich ständig, warum folge ich ihr? Sie ist kein Sexualobjekt, sie sieht wirklich nicht wie eines aus. Trotzdem folgt er ihr weiter und sie erregt ihn mehr und mehr, obwohl sie wirklich nicht das geeignete Objekt dazu ist. Das Wesentliche daran ist, dass er sich vor sich selbst rechtfertigen muss. Mein Verhalten ist unpassend. Warum reagiere ich nicht richtig und auf die richtigen Signale? Und was Sie eben über die Arme ihrer Mutter gesagt haben, gehört wohl zu den Dingen, die irgendeine tiefere Bedeutung haben. Es heißt immer, die Männer heiraten häufig Frauen, die ihrer Mutter ähnlich sind. Alle plappern das nach, um sich über diese Idioten lustig zu machen. Aber in Wahrheit ist der Körper der Mutter tatsächlich der Mittelpunkt der Familie. Und das ist nun mal einfach ein sexueller Mittelpunkt. Und warum sollte das denn schließlich und endlich nicht so sein dürfen? Shihaid, es ist traurig, dass wir aufhören müssen, denn wir müssen uns noch mehr Filme angucken. Aber eine Frage zuletzt. Wenn Sie selber einen Film drehen würden, dieser Art, wäre der nach dem Standard des Staates eher ein pornografischer oder ein erotischer Film? Und worüber ginge er? Man müsste versuchen, irgendetwas anderes zu tun. Ich weiß ja auch nicht, was Pornografie eigentlich ist. Aber man müsste etwas Feineres finden, ein schöneres Bild der Sexualität selbst, an das sich die Menschen halten könnten. Trotz mancher schöner Bilder sind die meisten Filme doch zutiefst negativ. Die Menschen identifizieren sich nicht wirklich damit. Aber zugleich fühlen sie sich davon doch erregt. Also fragen sie sich ganz verwirrt, warum erregt mich das, obwohl ich weiß, dass es nicht politically correct ist. Ein Film, der solche Grenzen abtastet, könnte interessant sein. Aber vielleicht sollten Sie einen drehen. Wir könnten ihn zusammen machen. Yes. Wunderbar, das war eine Idee. Vielen Dank. Vielen Dank. Merci beaucoup.